Hi zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge voller New Vegas. Es ist ziemlich verstrahlt hier, aber wir haben zum Glück Strahlenschutzanzüge. Wir haben die nicht nur an, was schon mal sehr nützlich ist, sondern wir haben auch noch das Paket, das diese komischen Leute im Keller der Kirche haben wollen. Das kriegen die auch. Warum denn nicht? Ich habe keinen Grund, Logan und seinen Leuten nicht zu vertrauen. Man hört immer mehr über Überfallkommandos der Legion in der Gegend. Der ist ein bisschen unfreundlich gewesen. Das können nicht nur Gerüchte sein. Hallo. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich hoffe Belohnung für das hier. Wird verdammt nochmal auf Zeit. Bereit zum Loslegen? Was? Was? Genau. Wo gehen wir denn hin? Wir überprüfen das Polizeirevier und die Feuerwache. Die Gebäude wurden am stärksten von der RNK genutzt. Da findet man also am ehesten etwas. Ich habe die Schlüssel bei der Leiche eines Soldaten gefunden. Okay. Suchst du irgendwas Bestimmtes da oder nur so ein bisschen auf gut Glück? Irgendwas Wertvolles. Hast du jetzt genug gefragt? Ja, fangen wir an. Das wird auch verdammt nochmal Zeit. Ich bin dabei. Ja, auch? Ja, die sind auch dabei. Na dann, los geht's. Ich habe schon auch nach Schlüsseln gesucht. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal. Oh, oh, da wird geschossen. Kommen die wirklich? Soll ich denen irgendwie hinterherlaufen? Laufen die mir hinterher? Oder was machen wir jetzt? Was sind eigentlich die Questmarker? Questmarker zeigt euch. Aha. Hier, hier oder hier. Zum Polizeirevier sollen wir. Na gut, Logan, dann geh du vor. Du bist nicht Logan. Aha, die laufen mir nach. Na gut, dann gehen wir jetzt alle zum Polizeirevier. Im Gänsemarsch. Hey! Schnell los! Hier drüben! Ich frage mich, ob ich nochmal schieße. Schnaps gesoffen. Vorsicht! Was denn? Was denn? Wo denn? Wer denn? Ich sehe nichts. Wo laufen die denn hin? Was ist denn jetzt hier los? Hilfe! Ich kenne mich nicht mehr aus. Gott, kenne ich mich nicht mehr aus. Oh, ich habe nicht mehr viel Munition für das Ding. Ich glaube, ich steige mal um. Da ist, glaube ich, das Polizeirevier. Nicht wahr? Ich glaube schon. Bin mir nicht mehr sicher. Schon mal einen dieser Ranger in schwarzer Rüstung gesehen? Ja. So einen möchte ich nicht verärgern. Ich schon. Ich hätte gern so eine schwarze Rüstung. Momentan habe ich so eine schwarze Rüstung. Wer weiß. Was hören wir da? Hallo. Die machen das schon, oder? Ich muss mir keine Sorgen um meine Begleiter machen, oder? Die kriegen das hin. Aber anscheinend müssen wir erstmal rein rushen und alles töten, weil sonst drehen unsere NPC-Freunde durch. Oh, der steht gerade beim Pinkeln. Das ist aber nicht sehr höflich. Außerdem solltest du echt in eine Kabine gehen. Du kannst doch hier nicht auf dem Boden pinkeln. Ich zeig dich an. Hallo. Okay, ich glaube, das hätten wir. Dann schauen wir uns hier mal um. Hier sind zumindest schon mal viele Schreibtische. Wenn wer von euch einen Schreibtisch braucht, dann zugreifen. Solange sie noch warm sind. Nehmt so viele Schreibtische, wie ihr tragen könnt. In jeder Hosentasche einer. Dieser Turm auf dem Strip, von dem man meilenweit sehen kann... Angeblich ist er nicht mehr verriegelt. Angeblich ist er ein Schokoriegel. Das wäre cool. Ein riesiger Schokoriegel, so groß wie ein Gebäude. Und den kann man dann essen. Und dann stürzt er ein. Das ist mein Traum. Wenn ich mal reich werde mit dem Zeug hier, mit YouTube-Milliardär, dann baue ich einen riesigen Schokoriegelturm. Und alle dürfen mitessen. Und die nicht mehr essen, werden erschlagen, wenn er umfällt. So kann man es auch machen.
Ach ja. Mein Gott, Lilly. Geh doch mal weg. Warum sind hier... Hey, das sieht fast ein bisschen aus wie mein Aufnahmeschreibtisch. Wirklich, ohne Witz. Das ist der Laptop, das ist der Zweitbildschirm und das ist der große Bildschirm. Oh, herrlich. Sind die alle kaputt? Ja. Oh, der ist verschlossen, wenn auch nur leicht. Winding. Also Ing kann es schon mal nicht sein. Aber vielleicht ist es Content. Content. Zwei, drei. Ne, zwei Übereinstimmungen. Ah ja, passt. Gut. Kommunikationsstatus außer Betrieb. Der Quartiermeister meckert schon wieder wegen fehlenden Vorräten und schlechter Kommunikation. Ich sage ihm, dass mit dem Kommunikationssystem alles in Ordnung ist und vermutlich seine Zahlen nicht stimmen. Das scheint er mir aber nicht abzunehmen. Der Blödmann wird mich vermutlich so lange nerven, bis ich entweder beweisen kann, dass er Unrecht hat oder einen anderen Schuldigen finde. Ich hasse diesen Mist. Gestern Nacht sind die Red Skorpione ins Lager reingeschlichen. Ein paar von den Patrouillesoldaten lassen allmählich nach. Bemerkt wurde das Ganze, weil einige gestorben sind und überall lagen Körperteile. Nee, Quatsch. Weil einige der Kommstation sich seltsam benahmen. Als der wachhabende Soldat hinausging, um die Sendeanlagen zu überprüfen, fand er den Skorpion, der einige Kabel angefressen hat. Wozu brauchen wir überhaupt Patrouillen, wenn draußen solcher Mist passiert? Du weißt ja nicht, wie viel die abgehalten haben. Es kann doch immer einer durchschlüpfen. Die graben sich durch den Boden, ey. Was will man denn? Nach der Sache, wobei ich nicht weiß, ob die das nur im vierten Teil machen. Nach der Sache mit dem Red Scorpion wurde die Nachtpatrouille wieder umgestaltet. Das ist das dritte Mal diesen Monat. Die begreifen wohl einfach nicht, dass nicht die Patrouillen das Problem sind, sondern die Soldaten. Jedes Mal, wenn ihre Patrouille umgestellt wird, reagieren sie verwirrt und es ergeben sich zwei, drei Tage lang Wachlücken, bis sie sich an den neuen Zeitplan gewöhnt haben. Ich kann nur hoffen, dass die Legion das nicht bemerkt. Und außen. Plötzlich Temperaturanstieg, Notabschaltung. Aha, okay. Man hört, dass die RNK und die Kings sich vertragen. Gut für Freeside. Und? Die RNK hat sich Nelson wiedergeholt. Vielleicht können sie diesen Krieg doch noch gewinnen. Ich frage mich... Schon mal den Turm auf dem Strip mit voller Beleuchtung gesehen, sieht man meilenweit. Ich frage mich, warum ein RNK-Soldat in der Zelle war. Was hat der wohl verbrochen? Was hat der wohl getan? Halt die Klappe, Radio. Logan? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, sind wir fertig? Alles mit einem RNK-Abzeichen, das mit Waffen, Computern und Funk zu tun hat. Moment, ich soll hier noch was suchen, oder wie? Okay, keine Ahnung. Ich dachte, ich habe hier schon alles geplündert. Aber anscheinend angeblich noch nicht. Ich meine, die Treppe ist eingestürzt. Hier ist eine Flagge mit RNK-Abzeichen. Sucht er auch noch sowas? Weil die Pistole muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt mitnehmen wegen mir. Haha. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch irgendwas will hier. Will der noch irgendwas? Muss ich noch irgendwas? Soll ich noch irgendwas machen? Oder? Auf was warten wir? Von mir aus können wir nämlich gehen, Logan. Was sagt denn die Quest? Was sagt denn die Quest? Das Polizeirevier durchsuchen. Nee, dann sind wir hier offensichtlich noch nicht fertig. Dann muss ich hier vielleicht nochmal gucken. Aber das ist der einzige Computer, der läuft. Vielleicht mal die Schreibtische. Ah, ein RNK-Computerteil. Das könnte so ein Questteil sein, nachdem der sucht. Warte mal, ich nehme die mit wegen der Chance auf ein Sternchen-Quaken-Ding. RNK, die Dinger sind das. Das sind die Questgegenstände. Die RNK-Irgendwas-Dinger. Genau. Bestimmt sucht er nach dem. Na gut, dann habe ich jetzt ein paar Sachen, Logan. Man hört... Was gibt's denn jetzt schon wieder? Hier,
Davon muss es noch mehr geben. Such weiter. Woher willst du das wissen, ey? Such doch selber. Mann, ey. Ah, das ist eine gute Idee. Nee, scheinbar nicht. Ich muss, glaube ich, auch nochmal da reingucken, wo ich schon reingeguckt habe. Außer steht leer da. Dann offensichtlich nicht. Ja gut, auf dem Klo wird wahrscheinlich nichts sein, oder? Vielleicht muss ich doch in die ganzen... Oh, hier vielleicht. Nee. Vielleicht muss ich doch in die ganzen Schreibtische, die da sind. Und die ganzen Kisten hier. Hier muss ich mir ja alles nochmal anschauen. Leer. 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 Yeah. Alles leer. Oh, Strahlenkrankheit. Mh. Köstlich. Redex, right away. Geht schon wieder. Wo waren wir stehen geblieben? RNK-Ventilator. Was sind da? Da ist doch was drin. RNK-Sensormodule? Nee, leider eben nicht. Sonst würde ich sie ja mitnehmen. Die Blechdose. Polizeiknüppel. Ich habe doch hier alles schon durchsucht, Mensch. Hier war doch nichts mehr. Oder? Ich war nicht sehr gründlich, ich weiß noch. Mich macht es immer nervös, in so radioaktiven Gebieten zu sein. Dabei ist es eigentlich gar nicht so problematisch. Man nimmt halt ab und zu mal einen Redaway, aber trotzdem. Oh, der hat einen Stimperk. Na, das ist okay. Das sage ich nicht nein. Ja, sonst ist hier drin nichts. Ich glaube, den Raum können wir jetzt echt abhaken, oder? Abgehakt. So. Ich schaue mich nochmal genau auf der Toilette um. Auch in dem. Nee, auch nichts. Mülleimer ist auch leer. Na gut, hier geht es eh nicht weiter. Und hier habe ich eigentlich, dachte ich, auch alles durchsucht. Ich schaue noch mal in die ganzen Schreibtische, aber... Ach nee, in die leeren muss ich eigentlich nicht gucken. Ich weiß, ein paar gab es noch wo ein bisschen... Ich könnte mal das Klemmbrett und das Zeug auch mitnehmen, aber ich weiß nicht. Hinter dem wird er wohl nicht her sein. Ah, ich habe zwei Questmarker auf der Karte. Vielleicht sollte ich da mal gucken. Vielleicht führt mich der zweite dahin... Man hört, dass die RNK und die Kinder. Nee, der zweite führt mich einfach nur raus wieder. Dann weiß ich nicht, was er will. Was willst du denn? Muss ich wirklich noch im Polizeirevier? Ja, das Polizeirevier weiter durchsuchen. Ist das wieder so eine Geschichte, dass ich schon 100 Mal dran vorbeigelaufen bin? Moment mal, die Schreibtische habe ich tatsächlich noch nicht durchsucht. Okay. Dann schauen wir hier nochmal und hoffen, dass da irgendwo noch was dabei ist. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Das wird's sein. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ey, jetzt hör mal auf. Davon muss... Oh Gott. Darf ich ihn umbringen, Idi? Darf ich? Idi sagt nein. Idi ist einfach ein netter Kerl. Habe ich dich durchsucht? Hm. Wo soll denn noch was sein? Jetzt mal ehrlich. Keine Ahnung. Hier ist nichts mehr. Ich habe jetzt echt alles durchsucht. Ich weiß nicht, was er noch will. Was will er denn noch? Ich habe gehört, der Boss einer der Strip-Familien hätte sich in Luft aufgelöst. Ach was. Puff. Klar, irgendwann finden sie seine Leiche. I'm slightly annoyed. Warum? Ist das hier so? So, die hatten mal ein Funkgerät. Ich meine, die haben noch ungefähr 50 andere, aber trotzdem. Das nicht mehr. Hier eine Blechdose. Ich leere jetzt einfach alles aus, ey. Ich leere jetzt jeden Behälter, das überall leer steht. Ich nehme den ganzen Scheiß hier mit. Alles. Komm, raus. Raus damit. Hilfe! Ich brauche mal Träger, bitte. Diese Dampfdruckdinger sind so schwer. 10 Gewichtseinheiten. Das ist viel. Irgendwo hatten wir noch was. Hier ist noch ein bisschen Gewicht drin. Ah, Kernspaltungsbatterie. Auch nicht ohne. Ich habe noch ein paar Sachen, die was wiegen. Kann man noch rausschmeißen.
So. Oh. So. Oh. So. Jetzt aber. Na gut, fürs Erste. Ach man, ey. Hier ist nichts mehr. Der blöde Logan geht mir auf die Nerven, aber der hat die Schlüssel. Ich weiß nicht, ob wir ohne den überhaupt jetzt in das andere Gebäude gehen können. Aber wirklich, ich weiß nicht, was er noch will. Soll ich doch hier nochmal gucken? Nee. Definitiv nicht. Moment. Nee, ich dachte gerade kurz, man kann die Tische untersuchen, aber stimmt gar nicht. Der Schreibtisch ist leer. Ich mache jetzt die auch nochmal alle leer. Vielleicht ist er ja hinter der Kaffeetasse her. Wer weiß. Ah, hier ist noch was drin. Eine leere Nuka-Cola-Flasche, die wird sein. Leer, leer. Leer, leer. So, Logan, alle Behälter sind leer. Schon mal einen dieser Ranger in schwarzer Rüstung gesehen? Nicht passt, kannst du mich mal... So, was gibt's denn jetzt? Davon muss... So einen möchte ich nicht verärgern. Ich gehe jetzt. Du kannst mich mal, Logan. Du kannst mich mal. Aber die Quest führt mich wirklich wieder da rein, einfach nur. Ich finde das ein bisschen komisch, weil einerseits führt mich der Questmarker raus, gleichzeitig führt er mich aber auch rein. Wieder. Ach, Carter, ey. Ich glaube, ich muss dich echt irgendwie... aussperren. Geh weg. I don't understand this. Was gibt's denn jetzt? Muss ich vielleicht den Dialog für jedes Was einzelne gibt's Teil denn jetzt? Einzeln wählen? Davon? Nee. Habe ich vielleicht versehentlich irgendwie Idi oder dir eins davon gegeben, weil die was haben oder so? Großmama hat ein Geschenk für dich! Nee, sie auf jeden Fall nicht. Nee, nicht Lilly. Idi. Dir, habe ich dir vielleicht eins, als ich noch nicht wusste, was das ist, ins Inventar gepackt oder so? Die müssten ja eigentlich RNK irgendwas heißen. Nee, sieht nicht so aus. Na dann... Weiß ich es jetzt aber wirklich nicht, Leute. Wirklich, ich habe keine Ahnung. Ich habe doch jetzt Prim echt hat einen alles neuen Sheriff. Gesucht, oder? Das sollte die Pulverbande fernhalten. Und dass die ganze Zeit nur reden, nervt mich auch ein bisschen. Ich habe auch die Leichen der Ghule alle durchsucht. Die haben auch nichts. Audi. Ich habe alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Wirklich alles. Da ist nichts mehr. Alle Kisten sind leer. Alle Kisten sind leer, wer kann sie noch looten? Es gibt gar nichts mehr. Wenn sich der RNK nicht mehr um Caesar kümmern muss, sollten sie sich mal drum kümmern. Die Looter, Herzen bluten. Kein Mensch kann mehr plündern, man muss sich sehr wundern. Was wollen die noch hier? Immer diese Gier. Warum sind hier so viele kaputte Computer? Wenn die kaputt sind, sollen die auch kaputt sein. Überall hängen kompotte Computer. Total kaputt. Die sind auch alle Ich habe gehört, der Boss einer der Strip-Familien hat sich in Luft aufgelöst. Puff. Klar, irgendwann finden sie seine Leiche. Also irgendwie ist hier wirklich nichts mehr, oder? Bin ich jetzt total bescheuert oder sind die total bescheuert? Hier ist nichts mehr. Es gibt auch kein zweites Stockwerk oder so. Ich kann nur immer und immer wieder genau die gleichen Locations abgehen und immer wieder zu dem Ergebnis kommen, dass hier einfach nichts mehr ist. Leere Spinte. Die sind doch wohl nicht hier hinter der Maschinenpistole her, oder? Ist es wirklich das? Wenn es wirklich die Maschinenpistole war. Ich habe vorher doch auch noch so eine 10mm Pistole durch die Gegend geworfen. Ich weiß nicht mehr wo. Was gibt's denn jetzt schon? Davon muss... Oh Gott. Was willst du von mir? Prim hat einen neuen Schalter. Lass mich. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht mehr. Hier ist die 10mm Pistole. Waren es wirklich die nutzlosen Waffen? Ging's dir echt um die? Was gibt's denn jetzt? Oh, tatsächlich, es waren die nutzlosen Waffen. Ich dachte, ich muss nur die RNK-Irgendwas-Sachen finden, aber anscheinend auch die Waffen. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir können weitergehen. Hier ist der Schlüssel zur Feuerwache. Juhu, das wird bestimmt ganz, ganz atemberaubend blöd wieder. Ich hasse Logan. Hey! Hey, was macht ihr hier? Steht hier einfach rum und leuchtet.
sehr gut gezielt. Na gut, Leute, dann ist für heute leider jetzt auch schon wieder Schluss. Mensch, die Zeit verfliegt, wenn man total lustig im Kreis läuft und immer wieder die gleichen Behälter anguckt. Yay! Morgen wiederholen wir das Ganze nochmal bei der Feuerwaffe. Das wird fantastisch. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Klar. Ciao. Irgendwann finden Sie seine Leiche.